Mit diesen Fahndungsfotos sucht das österreichische Bundeskriminalamt den Lockvogel in der Ibiza-Affäre 2019, die eine schwere Regierungskrise in der Alpenrepublik ausgelöst hatte. Die junge Frau hatte sich gegenüber dem damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache als russische Oligarchennichte ausgegeben. Im Gespräch mit ihr zeigte er sich offen für verschiedene Geschäfte, etwa den Einstieg der vermeintlich reichen Russen bei der Kronenzeitung mit einer anschließenden positiven Berichterstattung über seine Partei. Der von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel im Mai 2019 veröffentlichte Zusammenschnitt des Treffens beendete vorerst die politische Karriere von Strache. Einen Tag nach der Veröffentlichung trat Strache als Parteichef und Vizekanzler zurück. Die rechtskonservative Regierung zerbrach. Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP rief Neuwahlen aus. Seit Januar 2020 wird Österreich von der konservativen ÖVP und den Grünen regiert.